wissen schon, was ich meine. Ein voller Bauch singt nicht gern. Herr Nadler, ich hoffe, Sie haben vor der Sendung auch nicht gegessen, denn... Doch, natürlich, klar. Plenus venter non disputat libenter. Nach der Sendung essen wir nichts. Was kriegen Sie denn zu essen heute? Ein Kotelett. Ja? Ja. Ja, aber fangen wir ernst an. Ich habe mir berichten lassen, 1967 bei der ersten Ringaufzeichnung war jemand im Aufnahmeteam im Studio und sie begannen zu singen und er hat aufgeschrieben, Herr Kershaw war es, er hat gesagt, uns fröstete es allen, als er begann zu singen. Und das, was Probe gedacht war, blieb stehen. Ja. Denn Scholti kam in den Aufnahmeraum und sagte, unglaublich, unglaublich. So ist es ja. Das war eine wunderschöne Aufnahme mit Scholti, ja. Und was als Probe gedacht war, wurde gleich aufgezeichnet, denn jemand hat gesagt, wir müssten 1 Million Jahre bräuchten wir, um die Intensität wieder zu erreichen, die der Neidlinger da in dieser Probe gezeigt hat. Genau so ist es, ja. Lieber Herr Neidlinger, 1910 begann das alles hier in Mainz. Ja. Geboren. Wo studiert? In Frankfurt studiert, bei Otto Rotziber. Ja. Und das Debüt war auch in Mainz? Das Debüt war in Mainz, ja, genau. Wissen Sie noch die Gage? Die Gage waren 100 Mark. 10 Monate lang. 10 Monate lang. Sie werden es nicht glauben, wir haben alte Theaterzettel gefunden, ja, aus Mainz, ja, wo Sie, was Sie gespielt haben, Salome, was haben Sie in Salome gespielt? Einen geharnischten. Ja, zweiten Gefangenen, glaube ich, war im Salome. Und dann war da ist es die Blume von Hawaii. Was haben Sie denn da gespielt? Wissen Sie auch nicht mehr. Das weiß ich nicht. Ich auch nicht mehr. Aber dann gibt es ein Stück, die heilige Ente von... Von Gaal. Was ist das denn? Was haben Sie da gespielt? Das weiß ich nicht mehr. Wissen Sie nicht mehr? Ich kenne Europa gar nicht. Nein. Aber ganz toller Titel war das, glaube ich, habe ich gesehen. Der Gott über dem erhöhten Sitz. Na, schau mal, na, wunderbar. Und dann der Templer und die Jüdin. Von wem ist das? Von Maschner. Habe ich auch noch nie gehört. Aber Sie haben in Mainz auch schon Rheingold gespielt. Ja, was ja haben Sie da? Den Fafner. Und später immer wieder und den immer Albrecht. Wieder den Albrecht. Albrecht. Wie oft? Ja. Na, paar hundert Mal. Mein Gott, nochmal. Und dann kam Plauen, alle 14 Tage eine Premiere. Eine Premiere. Wieso ging das damals so schnell? Heute brauchen die alle 6 Wochen. Ja, warum so ging das damals? Wir haben so schnell gelernt. Wir mussten lernen. Ja, ja. Und dann ging es los. Hamburg, Stuttgart, ja, Stuttgart, Paris, alles London, New York, Scala, wo sie wollen, überall. Und 42 zum ersten Mal in Salzburg, glaube ich, als Bartolo. Jawohl. Und dann Wien kam 56. Ja, genau. Und dann Alberich in Bayreuth. Bayreuth, ja. Jahrelang. Jahrelang. In der Met auch, Alberich? In der Met auch, ja. Ja. Ich erinnere mich, ich habe gelesen, Max Lorenz, dieser wunderbare Tenor, ja, der hat Herrn Schäfer, den Generalintendant von Stuttgart, ja, auf ja Sie aufmerksam gemacht. Genau. Und hat gesagt, der muss nach Stuttgart. Ja, ja, stimmt, so genau. So ging es dann auch. Ja, das weiß ich genau. Und eine Ihrer großen Lieblingspartien war doch wohl auch der Hans Sachs, nicht? Der Hans Sachs, ja. Wie oft haben Sie den gesungen? Mindestens 200 Mal, wenn nicht noch mehr. Gott, nochmal. Und dann überall haben Sie sich, um den Kreis zu schließen, in Mainz verabschiedet, hier in Mainz, 1967. Ja. Mit was? Ich weiß es, mit Meistersinger. Mit Meistersinger, Kotner, ja. Und zwar, wer hat mitgesungen? Die Helga Dernisch hat gesungen. Ja. Und gleichzeitig war es eine Referenz für den Generalmusikdirektor. Schwieger. Ja, Zwissler. Oder? Und Zwissler. Ja, sehen Sie, so arbeiten wir Geschichte auf. Ja, ja, ja. Und darum möchte ich jetzt als Einstieg die Arie des Masetto, damit ja, die beginnt, ja, das Masetto, genau, den haben Sie in Mainz und überall gesungen. Und während Sie die Arie hören, meine Damen und Herren, sehen Sie Bilder aus Plauen. Ho capito, signor sì, signor sì, chino e capo e me ne vo, già che piaccia voi così, altrimenti che non fo, no, 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 no. E voi siete già un capitano possa fe e lo dice la pompa che volete a me, a me, a me, a me, a me, a me. Fregolaccia, alatrina, fostognola mia ruina, fostognola mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa onesta. Ha già il nostro cavaliere, cavaliere ancora a te, cavaliere ancora a te. Fregonaccia, malandrina, fostognola mia ruina, fostognola mia ruina. Vengo, vengo, resta.
questa vesta è una cosa molto onesta. Facendo sto cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te, facendo sto cavaliere, cavaliere ancora te, facendo sto cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Nicht zum Sagen. Schade, meine Damen und Herren, dass Sie das Gesicht nicht vom Kammersänger eben bei der Aufnahme gesehen haben. Er sagt immer, wo haben die Aufnahmen überhaupt her? Ja, was haben die da gesehen? Welche Rollen waren denn das alles? Das war Masetto. Ja, das war Masetto gesungen. Aber die Bilder, die wir gezeigt haben, ja, da waren es aus allen Rollen, die Sie gesungen haben. Alle möglichen Rollen, ja. Und zwar aus allen Städten. Wo ja, Sie ja, genau. Herr Kammersänger, unsere Sendung heißt Da Capo. Hatten Sie mal einmal ein Da Capo? Mehrere Male, oft. Ja? In der Oper? In der Oper, ja. Erinnern Sie sich einer Rolle? Als Falstaff. Als Falstaff, ein ja. Da Capo. Da Capo, ja. Sie kennen ja den alten Witz nicht, wie man sagt, heute machen wir einen Fertsch, nicht? Und dann klatschen sie oft, nein, dann haben die das Ganze noch einmal genau. Singen müssen. Mich interessiert, lieber Herr Neidlinger, wie haben Sie Ihre Rollen gearbeitet? Wenn Sie eine neue Rolle gearbeitet ja. haben, wie haben Sie sie gearbeitet? Am Klavier, ja. Mich selbst begleitet, gesungen. Und dann beim Gesangslehrer gearbeitet, ne? Das Korrepetitor. Korrepetitor, ja. Das ist klar. Sie haben selbst Klavier und Geige, glaube ich, gespielt. Genau, genau. Und haben Sie bei dem Studium auch gleichzeitig an eine Interpretation gedacht oder nur Musik gelernt? Nur Musik gelernt, ja. Nur Musik gelernt, ja. Und die Interpretation kam später? Das kam erst später, ja. Das kam erst später. Ja. Ich als Regisseur höre das besonders gerne, nicht? Ja, natürlich. Viele Sänger, die kommen schon so absolut mit festgefassten Meinungen vorweg. Nein, das haben Sie nicht getan. Interpretation. Wir haben es eben gesagt. Sie haben gesagt, fast über 300 Mal haben Sie den Alberich gesungen. Ja. Dazu gehört doch eine feste Interpretation. Absolut. Wer war der Alberich für Sie? Wer ist das? Ja, ich habe an sich gar kein Vorbild, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich habe niemand gehört vorher. Das ist der Einzige, der auf der Platte, das war der Habisch. Werde Sie nie mehr kennen. Nein, kenne ich nicht mehr. Kennen Sie nicht mehr. Nein. Der war in Berlin gewesen und der hat oft den Alberich gesungen. Nicht? Und danach von Schallplatten habe ich ein bisschen, aber ich weiß nicht, ob ich da so viel weggenommen habe von, ich glaube nicht. Aber diese dämonische Kraft, die man Ihnen nachsagte, dieses, was Frösteln machte. Ja, das ist erst später gekommen. Ist das später gekommen? Das ist später gekommen, ja. Also auch die Rolle hat sich entwickelt. Die Rolle hat sich entwickelt dank Wieland Wagner. Der Wieland Wagner hat mir das beigebracht, muss ich ehrlich sagen, ja. Und der hat an mich geglaubt, von Anfang an, als Alberich. Warum haben Sie nie den Wotan gesungen, darf ich das fragen? Habe ich auch gesungen. Haben Sie gesungen? Ja, habe ich auch gesungen, aber es war nicht mein Metier. Es war nicht Nein. Nein. Und man hat immer wieder auf Alberich zurückgegeben. Immer wieder dahin. Darf ich was fragen, ist Ihnen der Alberich nie über geworden? Nein, nie. Nie? Nie. Immer wieder gesungen, ja. Und immer neu oder immer gleich gesungen? Immer neu. Ja. Es war immer wieder neu. Das ist interessant. Weil so oft heute, wenn die Musicals so ein paar tausend Mal abgespielt werden, dann sagt man, Natürlich. Wie kann man sowas singen? Immer dasselbe. Genau, immer dasselbe, ja. Ja. Nein, das ist interessant. Nein, das war nicht gewesen. Ich erinnere mich, ich habe gelesen, Max Lorenz, der hat in Bayreuth 52 schon gesagt, Neidlinger ist sicher der Alberich der nächsten Jahrzehnte, wenn es überhaupt noch Sänger geben wird, der die Rolle so ausfüllen wird. Schön. Das stimmt. Schön, genau, nicht? Wenn sowas nur eingesagt wird, das höre ich gerne. Aber Alberich, wir sagen das jetzt so oft, das haben Sie oft gesungen, aber es gab doch so viele andere Partien. Natürlich, klar. Welche, sagen Sie? Hier hängen ja viele Fotos davon. Natürlich, ich habe furchtbar gern den Hans Sachs gesungen. Ja. Später. Den habe ich weit über 100 Mal gesungen. Okay. Pizarro, den Amonasro, Amfortas, Lysiat, jawohl, Oberon, richtig, okay. Faninal, Baculus, ja. Faninal, und auch den Barak, oder? Nein, den habe ich nie gesungen. Den haben Sie nie gesungen? Nein. Steht falsch in Ihren Unterlagen, dass Sie gesungen hätten. Die Entwicklung, das interessiert mich als Regisseur, wenn Sie sagen,
der Alberich hat sich entwickelt. Darf ich was fragen? Wenn diese tiefen Töne am Anfang von Rheingold kommen, dann ist dieser Rhein, heute stellt man ja keinen Rhein mehr da, dann ist das irgendwie so eine Hurenhütte oder so. Also wenn man dann in den Rhein kommt, dann kommen die Rheinmädchen hoch und dann erscheint Alberich. Ja. Wo kamen sie her, wenn sie da aufstiegen? Aus dem Wasser. Aus dem Wasser. Aus dem Wasser. Ja. Und ihre Gier und ihre Begierde war einzig und allein nach dem Gold. Nur danach. Ja. Nur das Gold. Und als sie es dann hatten und der Liebe abschworen, so sagt man, wie sie gehört haben, das soll einer der größten Momente gewesen sein, wie sie der auf die Liebe, verzichten haben. Ja. Und da soll ein Vorgang, schade, ich muss wirklich bedauern und die Regie bedauert das auch, wir haben die Rechte nicht bekommen für Aufzeichnungen für den Albrecht. Das hätte ich ja noch gerne unserem Publikum gezeigt, um zu zeigen, wie auch in ihrem Auge etwas vorging, wie die Entwicklung da war. Ja. Das können wir leider nicht zeigen, aber wir haben anderes zu zeigen. Meine Damen und Herren, er hat selbst gesagt beim Vorgespräch, ich sage Herr Neidlinger, Sie waren doch bestimmt auch ein begeisterter Liedsänger. Was haben Sie gesagt? Nein. Nein. Ich war kein Liedsänger gewesen. Nicht? Das war für mich nichts gewesen. Sie haben sogar gesagt, ich wusste gar nicht, wo ich mich da hinstellen sollte, wenn ich Lieder singen sollte. Aber Sie haben sehr gerne Oratorien gesungen. Ja, sehr gern, ja. Und Kantaten, Jahreszeiten. Mhm. Ich würde so gerne unserem Publikum eine Einspielung machen, nämlich die Arie des Leporello. Ja. Eine ihrer großen Lieblingsrollen. Ja. Schöne Donna, dies genaue Register. Das möchten wir gerne hören und sehen. Ich freue mich darauf, In Italien 640, da in Deutschland 230, unter die Frankreich und 90 in Persien, aber in Spanien, ach in Spanien schon 1003, wie ein schmuckes Bauernmädchen, doch die schönste aus dem Tschechien, Herrmannshof von Baronessen, hochgeborene Prinzess, welche sind von jedem Kamm, die jeder Gattung und Metall. Schön und hässlich, jung und alt, bei Blondinen dreiste vor allem holde Anmut und sanftes Wesen bei Brünn. Feste Treue bei dem blassen, süßen Schmachten, voll so der für den Winter, für den Sommer schlanke Kinder. Die Kleine, die sei possierlich, die sei manierlich, die sei nun zierlich. Das ist die Kleine, stark verharrte, schwärm der manchmal, auch selbst für Alte, noch wofür er immer blühte. Der Jugend erste Blüte. Da sie bleich ist, ob sie weich ist, ob sie bettelt oder reich ist, ob sie bettelt oder ob sie reich ist. Hier der Maibor jeder Sorte. Nun, ihr wisst ja, wie's da geht. Nun, ihr wisst ja, wie's da geht. Doch wozu
auch all die Worte kennt ja selbst ihn ganz genau, kennt ja selbst ihn, kennt ja selbst ihn ganz genau, ganz genau. Kennt ja selbst ihn ganz genau. Meine Damen und Herren, Sie haben gewiss viel Freude gehabt, diesem zuzuhören, aber Sie hätten noch viel mehr Freude gehabt, wenn Sie den Kammersänger beobachtet hätten können während dieser Vorführung. Er hat mir immer zugeflüstert, woher haben die denn das alles bloß? Genau. Das war aus Stuttgart, 56. Ja? Ach du Liebes. Ist das aufgezeichnet worden. Ach du lieber Gott. Ist das nicht eine schöne Erinnerung für uns alle und auch für Sie? Ja. Haben Sie das gerne deutsch gesungen oder lieber italienisch? Lieber italienisch. Lieber italienisch. Ja, ja. Aber in Deutsch ist es genauso gut, davon abgesehen. Wirklich. Ja. Die Übersetzung ist gut. Aber italienisch ist der Musik... Es kommt besser raus. Es kommt besser raus, ja. Wir haben das Glück in München, dass wir zwei Opernhäuser haben. Da können wir das eine in Deutsch und das andere in der Originalsprache. Ja, ja. Wie stehen Sie überhaupt zur Originalsprache? Ist schon gut, ne? Ist gut. Geht schon gut. Ja. Aber die Zuschauer und Zuhörer... Ja. Die kennen ja nicht all den Italienisch oder Französisch oder weiß was nicht. Vor allem Boris haben Sie doch auch was gesungen, nicht? Boris habe ich Boris gesungen. In Boris? Ja. In Deutsch? In Deutsch. Ja. In Hamburg habe ich den Walam gesungen, so ist es. Ist nicht wahr, ja. Und in Stuttgart habe ich den Boris gesungen, ja. Boris gesungen. Eine komische Figur, der Walam, was Ihrem Walam Temperament besonders entgegenkam. Das glaube ich, ja. Ich würde ganz gerne Sie fragen dürfen, Herr Kammersänger, Ihr Verhältnis zum Komponisten. Haben Sie auch zeitgenössische Musik gesungen? Ja, hatten Sie Beziehung zu? Werner Egk. Ja. Die Zaubergeige. Und Karl Orff. Carmina Burana und so weiter und so fort. Jawohl. Okay. Und auch von, ich habe nachgelesen, Hermann Reuter. Hermann Reuter, ja. Den genau. Saulus. Saul. Irgendwo ist ein Bild sogar da von der Saul. Das zweite, genau. Jawohl. Die Oper selbst war nicht der große Erfolg, aber Neidlinger hatte einen großen Erfolg als Saul. Ist ja schön, wenn man so zurückdenkt. Das habe ich nicht begründen können. Ich habe in irgendeinem Buch gelesen, Sie haben einmal einen Ligeti karikiert. Wissen Sie das noch? Ja, ein Ligeti-Werk. Ligeti. Mit 10 Metronomen haben Sie was. Das haben Sie karikiert irgendwo. Ja, ja, genau. Ich weiß nicht, was das war. Das war so ungefähr wie Liebermann. Der hat ja auch mit 10 Schreibmaschinen was gemacht. Genau, ne? Das war das war's gewesen. Ja. Das Schönste, was man sagen kann, so glaube ich heute im Musiktheater, was man über Sie gesagt hat, er war immer ein singender Schauspieler. Ja, absolut, ja. Sie hätten auch nur singen können, aber Sie waren ein singender Schauspieler. Schauspieler, ja. Und das hätte ich gerne gewählt, diese Erarbeitung. Geschah das auf den Proben, oder? Nein, zu Hause. Zu Hause. Für mich ganz alleine, ja. Muss ich ehrlich sagen. Auf den Proben nichts, nein. Nicht so sehr, da wurde das nur verfestigt ja. Und so. Ja. Aber zu Hause. Nachdem Sie so oft Wagner gesungen hatten, darf ich das fragen heute, wie war Ihr oder ist Ihr Verhältnis zu Wagner gewesen? Gerade nach dem Krieg, in den heiklen Jahren, als man Wagner noch nicht singen durfte. Ja, oder hat Sie das gar nicht berührt? Das hat mich im Grunde genommen gar nicht berührt. Aber die Lieblingspartie, meine Lieblingspartie ist der Hans Sachs. Weil er so lebensnah ist und allem so, das ist etwas Wunderbares. Ja. Der Verzicht. Ja. Und alles verliebt sich an ein junges Mädchen. Ja. Okay? Und gibt sie frei. Richtig. Dem Stolzing. Ne? Ja. Und das ist was Wunderbares, was Schönes. Okay? Ja. Okay? Und dann am Schluss auf der Festwiese. Ja. Auch, wie ist denn das Verhältnis zum Kritiker? Ich meine, er lässt den doch schon ganz schön reinlaufen, den Kritiker, nicht? Diesen, der dann am Schluss... Ja, ist sicher, klar. Ja. Und er ist doch da ein Filou, finde ich. Ist er absolut, ja. Nicht nur dieser absolut. Ehrenwerte, treue Deutsche. Nein. Ein Filou. Er verzichtet auf die Braut, auf alles, ja. Auf das junge Mädchen, ne? Ja. Gibt's her. Herr Neidlinger... Sie haben doch mit vielen Intendanten gearbeitet. Ja. Hatten Sie ein gutes Verhältnis zu den Intendanten oder war das gespannt? Eigentlich immer ein gutes Verhältnis.
Außer, naja, Namen wollen wir nicht nennen. Nee, aber zu Schäfer war ein besonders gutes Verhältnis. Das war wie ein Vater. Wie ein Vater. Okay. Ja, wenn wir das alles heute noch von uns sagen könnten, die Intendanten, ja. Das ist etwas, was etwas verloren gegangen ist. Ja. Sie haben einmal von Wieland Wagner eine Strafe bekommen, wegen einer versäumten Meistersingerprobe. Und dann haben Sie gesagt, erinnern Sie sich noch, was Sie gesagt haben? Nee. Ich weiß das aber. Sie bezahlen die Strafe nur unter der Bedingung, dass der Kollege Nienstedt, ja, der Initiator des Probenausfalls war, wenn der das Doppelte bezahlt. Ja, das hat er gezahlt. Hat er gezahlt. Und dann haben Sie auch Ihre Strafe natürlich bezahlt. Natürlich, ja. Dieses herzliche Verhältnis unter Kollegen ist heute nicht mehr so. Nicht mehr so, nein. Vor allem, es fehlt ja der Ensemblegeist. Ja. Jetzt, die großen Rollen, das werden von Gästen gesungen und die fahren wieder weg. Ja. Und so ist es doch, ne? Nur die kleinen Partien werden von den Einheimischen gesungen, also vom Ensemble gesungen, ne? Ja. Und wie war das in Bayreuth, als Sie dort waren? War das noch dieses Refugium, ein Mekka für die Sänger, dorthin zu gehen? Das glaube ich schon, ja. War's? Ja, das war's. Aber man zahlte doch gar nicht gut in Bayreuth. Nein, das war schlechte Zahlweise. Ja. Ne? Aber es zahlte sich aus. Es zahlte sich aus. International. Genau. Ja. Und zwar auch durch die Platten, Platten damals schon so, die Schallplatten war das damals schon so, dass man, wenn man in Bayreuth sang, dass sich das so auswirkte. Ich glaube schon. Auch schon. Ja, ich glaube schon. Ja. Ja. Sie waren doch jahrelang in Bayreuth, nicht? Ja, über 20 Jahre. Über 20 Jahre. Ja. Ich darf das fragen, wenn ich Sie so ansehe, glaube ich es nicht. Sie haben es mir gesagt, 81 Jahre sollen Sie sein. Stimmt das? Ja, bin ich leider. Mein Gott, nochmal. Und als Sie aufgehört haben, da haben Sie keine Rollen mehr gesammelt, sondern Antiquitäten. Stimmt das? Stimmt auch, ja. Tun Sie heute auch noch? Natürlich, immer noch. Ich besuche Sie bald. Ja. In Bad Ems. In Bad Ems, ja. Wohnen Sie, ja. Das ist interessant für mich. Sie haben so viel in Stuttgart gesungen. Ja. Und dann haben Sie einmal gesagt, nach 56, jetzt ist die Akustik nicht mehr so gut. Ja, nach dem Umbau von dem alten Opernhaus ist die Akustik, hat gelitten darunter. Sehr gelitten. Hat gelitten. Worauf führen Sie es zurück? Sie haben mal gesagt, das Holz wäre draußen gewesen. Das Holz, ja. Ja, und Holz ist ein guter Resonanz. Natürlich da, ja. Wir arbeiten mit diesem Problem immer und wir wissen, die neuen Opernhäuser, die nach dem Krieg entstanden sind, haben alle das Problem, alles, ja, genau, dass da keine gute Akustik mehr da ist. Nein. Und was früher scheinbar den Architekten gelang, da sind heute ganz viele große Techniker am Werke, ja, und sie schaffen es doch nicht. Nein. Das ist die schöne Akustik in Bayreuth zum Beispiel. Ja. Im Festspielhaus. Ja. Okay. Man weiß noch nicht genau, warum es so ist. Oder? Ja, man denkt, weil das Wasser drunter ist oder ein Wasserlauf darunter ist. Aha. Backsteinbau mit Holz. Ja. Ne? Wie war denn die Arbeit so mit Wieland? Und der Wieland, die Arbeit war großartig. Gell? Ja. Wieland ist auf jeden Einzelnen eingegangen. Aber es war doch revolutionär, was er tat. Er räumte doch alles weg, was alles sein Großvater weg, gemacht alles hatte. Ja. Gab es keine Bäume, keine Berge, nichts mehr. Gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Und diese Abstraktion, war das nicht schwer für einen Sänger, der doch in der... Nein. Gar nicht. Man hat sich das alles vorstellen können, nicht? Ja. Das Einzige, Rheingold, die Riesen, wenn die aufmarschiert sind, das war ein Problem. Was war das Problem? Die Riesen müssen doch irgendwie aufmarschieren mit langen Stöcken und so weiter und so fort, nicht? Ja. Aber das war das Problem. Ja. Da hat es immer irgendwie einen Bruch gegeben, gell? Ja. Für den Sänger war es gar kein Problem. Ja. Für den Wotan auch nicht, für den Albrecht nicht, für die Freier nicht, und Gott weiß, wie sie alle heißen. Ja. War es kein Problem. Die Riesen sind ja immer noch ein Problem. Ich erinnere, Chéreau hat, glaube ich, einen drunter, einen Untermann und dann einen oben drauf gesetzt. Und der da oben musste singen oder der untere musste singen, glaube ich. Ja. Es ist furchtbar, ein schwer, ja. Es ist ein Problem, ja. Ja. Ich arbeite gerade an dem Problem, für Chicago bereite ich einen Ring vor und ich weiß noch nicht, schön, wie ich die Riesen mache. Ich habe so eine Idee, aber erzähle ich später. Ja. Aber meine Damen und Herren, lieber Herr Kammersänger, wir haben einen Ausschnitt aus Ihrer zweiten Lieblingsrolle, nämlich den Ausschnitte aus dem Fliedermonolog vom Hans Sachs. Oh ja, freue ich mich sehr. Was gilt's, was ich dir sagen kann, bin kein
mein Arm, ein fältiger Mann. Soll mir die Arbeit nicht schmecken, gebt Freund lieber mich frei, geht besser das Leder zu schrecken und lies Alpoeterei. Der Schnabel hold gewachsen, um das zu singen. Ja, ja. Herr Kammersänger, mit so vielen Dirigenten haben Sie gearbeitet. Ja. Erinnern Sie sich doch bitte einmal, was waren so die stärksten Erinnerungen an Dirigenten? Furtwängler, Scholdi. Darf ich fragen, bei Furtwängler war es die kleine Zeichensprache, nicht? Ja, das ist unglaublich gewesen. Die man so verstehen musste, ja. Muss man verstehen, ja. Ja. Furtwängler. Furtwängler, Scholdi. Scholdi. Leitner. Knappertsbusch. Für ihn war, für Sie war Knappertsbusch. Knappertsbusch. Das Nonplusultra. Ja. Wirklich. Einmalig schön. Und sicher. Da konnte überhaupt nichts passieren beim Knappertsbusch. War man in Abrahams Schoß? War sie in Abrahams Schoß, aber wirklich paar. Ja. Und Frickschei? Fritscher weniger. Weniger. Weniger, gell.
Ja. Clemens Krauss, glaube ich, haben. Clemens oder? Krauss. Sage ich aus. Clemens Krauss in Salzburg. 1900 und das erste Mal gibt es Clemens Krauss in Salzburg 1939 oder 40, ich weiß nicht mehr genau. Das war Figaros Hochzeit. Figaros Hochzeit. Wie ist das, wenn man da oben so auf der Bühne steht? Ist man doch abhängig vom Dirigat des Dirigenten, oder? Das gibt auf jeden Fall einen Impuls, das ist klar, ne? Ja. Aber abhängig, das kann nicht sagen. Nein, man hat ja vorher so viel probiert am Klavier mit ihm, genau, hat das alles gemacht, ja, selbstverständlich, ja. Wie ist das? Hat man eigentlich noch im Souffleurkasten, da sitzt doch noch ein Maestro oft. Ja, ja. Gab es das damals auch schon? Natürlich, da, den Einsatz gab. Den Einsatz gab. Den genauen Einsatz genau, gab. Genau. Den Hilfsdirigenten. Ja, neben genau. Dem, ja. Ihr Verhältnis zum Regisseur würde mich interessieren. Ja. Hatten Sie viele Kräche? Nein, eigentlich kaum. Kaum? Kaum. Sie waren ein braver Sänger. Ein braver Sänger, so. Ja, Sie haben das getan, was der wollte. Was der andere gesagt hat. Wenn es Sie überzeugte, oder? Genau, wenn es mich überzeugt hat. Ja. Nur bei einem haben Sie einmal gesagt oder geschrieben, ich weiß nicht, wer das war, aber haben Sie gesagt, nur bei einem durfte man keinen Schritt selbst vornehmen. Wer war denn das? Günter Rennert war das. Günter Rennert war das. Aber er hat Sie dann doch überzeugt in der Probenarbeit. Klar. Was wir machen denn? Ja. Ich werde gleich die Technik bitten, uns einzuspielen, den Jago. Ja. Da möchte ich gerne Sie vorher fragen, was war der Jago für Sie? Ist das dieser Bösewicht par excellence, dieser Verbrecher? Was ist der Jago für Sie? Eigentlich ist der Bösewicht par excellence, ja. Ja. Okay. Aber Sie haben so viele, ich habe mir das eben angehört, so viele menschliche Züge auch bei Ihnen drin. Es ist nicht... Genau, ja. Hat er auch gehabt, ja. 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 Und darum würde ich mich freuen, wenn wir jetzt den Jago hören könnten und wir werden darüber dann noch diskutieren. Ja, ist gut. Fahren Sie doch bitte den Jago ab aus das Credo des Jago. Ich glaube an einen Gott, der mich zum Affen seiner selbst erzeugt, wie ihm das ich glaube. Aus einem faulen Keime, Kot oder Staube, habe dich geschaffen. Diesem Gott mach ich zum Spott, was dreist mit Ehr und Tugend brüstet sie. Ja, also glaube ich. Ich glaube an den Sohn, des Vaters Willen hat von ihm empfangen. Und was einmal sich gelobt im Stillen, das wird auch erlangen. Ich glaub zum Dritten an den Geist des Zweifels, welcher alles erkennt und jeden Druck des Teufels, Freundschaft, Liebe, Treue, die dem Vater Namen nennt. Das ist mein Credo, hier sind die Schicksalsnarren und Folgen unserer Sparren. Das letzte Haus. Musik.
bedroht den Nasenstümer. Ist es vorüber? Ja. Ja. Das habe ich eben gemeint mit dem Menschlichen. Und uns allen gibt der Tod den Nasenstüber. Und dann, ist es vorüber. Ja, dass der Jago das so einfach menschlich erkennt und dann die Trompeten und das reißt ihn wieder auf und dann ist er wieder der Jago. Aber dazwischen ist er einer, der nachdenklich fragt, zweimal, nicht? Ja. Und dann ist es vorüber. Ja. Das meinte ich mit dieser Erkenntnis, die der Jago auch hat. Mich ärgert immer etwas, wenn die Jagos so gleich auf die Bühne kommen und schon von vornherein die Bösewichte nur sind. Mich langweilt. Nein, das. Ich mag ist das auch so. Nicht sehen. Nein, ist er nicht. Auch im Schauspiel, ich muss das sagen, wenn ein Tartüff auf die Bühne kommt und er ist gleich so einer, der nur lügt und alles. Das glaubt man nicht mehr, ne? Interessiert mich auch nicht mehr als Figur. Ja, genau. Und ich sage dann immer, der Agent, das ist ja ein Dummkopf, dass der nicht spürt, dass der Tartüff gleich so ein Lügenbold ist. Genau. Wenn die dann so kommen und lügen, ich mag das nicht. Und darum, das mochte ich an ihrem Jago so sehr, diese gerade, aufrechte Gestalt und das Nachdenkliche. Nachdenkliche, ja. Das ist die Hauptsache, ja. Wo haben Sie den Jago gesungen, erinnern Sie sich noch? Den habe ich gesungen in Stuttgart, in Hamburg. Dann habe ich in Paris gesungen. In Paris gesungen, ja. In Lyon, Marseille, ich weiß wo. Ich war anfangs so unhöflich zu fragen, was war Ihre Anfangsgage in Mainz? Und die haben gesagt, 100 Mark. Das hat sich natürlich dann doch schon sehr entwickelt, nicht, Herr Kammersinger? Gut entwickelt. Aber als Sie aufhörten, wir wollen hier keine Zahlen vergleichen. Ja. Was war denn so, als Sie aufhörten, so sagen wir mal, so eine Top-Gage? Darf ich das fragen? Na, 12.000 Mark ungefähr, gell? Okay. Ja, 56 für war das schon. Abend, ja. Ja? Ja. Im Ausland. Na, 67 jetzt schon. Im Ausland. Ausland. Sehr schön. Wie war Ihr Verhältnis zum Publikum? Immer gut. Gott, sind Sie ein Götterkind. Alles ist gut. Mit Regisseuren sind Sie gut, mit dem Dirigenten sind Sie Bestimmt, gut. Stimmt, ich habe mit Publikum jedem auch. Jedem auskommen. Aha. Und nicht oft ausgebuht worden? Nein, überhaupt nicht. Nie ausgebuht? Nee, nein, mein nie. Mein Gott, was für ein Schicksal. Das ist aber ein Sonnenkind. Ja, das war. Aber das ist interessant. Aber es gibt doch verschiedene Publikümer, darf man das so sagen? Ja, das gibt's. Wien, Bayreuth und so. Könnten Sie mal etwas differenzieren? Wie ist das Publikum in den verschiedenen Städten? In Mailand zum Beispiel. Da kann es Ihnen passieren, dass Sie oberaus ist und kein Mensch klatscht. Ach. Ja. Ne? Die denken halt ans Essen hinterher. Genau, also, genau. Ja. Oder gehen schon nach dem zweiten Akt weg. Ja. Okay. Aber in Paris oder in Deutschland auch sowieso, immer geklatscht worden. Ja. Ich habe das nie erlebt, dass kein Beifall kam. Und ist es ein differenziertes Publikum? Kann man spüren, das Publikum begreift? Das kann man spüren, das spürt man. Das spürt man. Dass die mehr aufnehmen? Sicher, klar. Und sind die Nordländer da weniger begeisterungsfähig als die Südländer? Aber in Hamburg klatscht man auch, nicht? Und wie? Ja, habe ich auch erfahren. Aber bestimmt, in Hamburg sind sie sehr oberfreudig. Ja, finde ich auch. Habe ich auch gesehen. Mhm. Sie haben mit so vielen großen Kollegen dieser Zeit gearbeitet. Ja. Wenn wir uns heute erinnern, und diese Stunde ist ja auch eine Erinnerungsstunde an Operngeschichte. Ja. Denken wir mal an Martha Mödel. Ja. Windgassen. Windgassen, Hotter, Ferdinand Franz. Otto von Rohr. Otto von Rohr. Das war, Otto von Rohr war Stuttgart, nicht? Der große Bassist, der habe ich oft als Christus gehört. Mhm. Körperlich sehr groß. Ja, sehr groß.
Und Sie waren immer sehr, muss ich sagen, kollegial zu den Kollegen, so sagt man. Ja, warum auch nicht? Naja, ich kenne andere. Es gibt auch andere, ja. Es gibt noch andere, Verehrter. Es gibt diese schöne Geschichte, dass eine Studio abgedreht war, ja. Und es war alles wunderbar gelaufen. Dann hat man Ihnen am nächsten Tag ein Telegramm geschickt aus Jux. Das haben Sie aber nicht verstanden. Da stand drin, das Band wurde von der Studiokatze aufgefressen. Sie müssen noch mal kommen. Und alle haben geglaubt, Sie würden sich aufregen, dass Sie noch mal kommen. Das ist gut, und was haben Sie geantwortet? Gleich, ich erkundige mich, wann das nächste Flugzeug geht. Ich komme morgen. So waren Sie zu den Kollegen. Ah. Aber eins möchte ich doch noch sehr gerne hören, nämlich eine so ganz andere Rolle, den Brett Zar und Zimmermann. Ja. Wir haben eine Aufzeichnung Zar und Zimmermann, ja. Lortzing. Und das möchte ich doch ganz gerne, dass Sie uns das einspielen von der Regie. Stimmt, ja. Den hohen Herrscher für dich zu empfangen, beschied ich meine Freunde und alles Land hierher. Es sollen Worte ihm zum Ohr gelangen, die er auf dieser Welt vernimmt sie nimmermehr. Worte voll Salbung, voll Demut und Moral. Und Schmeicheleien, Schmeicheleien, ihr Todesfall. Was für Böden, was für Böden, alles über dir Mörder, alle Kreise hochzuklären, der uns seine Liebe war. Doch wir möchten gerne wissen, wer der große Herrscher ist, denn wir ihn gefangen müssen. Sprech mir was! Nun, so wisst, sie ist der Kaiser aller Reusen. Aller Reusen. Oder Russen, wie ihr wollt. Peter Ivanov hat ihr geheißen, die man jetzt so hohe Ehren soll. Ivanov, Zimmermann. Das war sein Privatvergnügen, ihren Pflichten zu genügen, mit den schlauen Planers an. Lasset ohne Zeit verlieren, die Kantate uns probieren, die zu anderen Zwecken zwar verfasst, sich jedoch hierher verpasst. Die Worte sind von mir verfasst in einer schwachen Stunde, doch ich bin nur Poet, nicht Musiker aus diesem Grunde. Er fand, mein Freund, der Kantor mir, auf dass es wirksam sei, zu diesen schönen Worten eine zarte Melodie. Den Solo sang, werde ich mit Kraft und Grazie vollführen. Ihr soll den Chor mit Präzision riskieren. Teil der Kirche, in der Kirche ihr perfekt von Noten singt. So ist es ganz natürlich, dass es hier euch auch gelingt. Hey, 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 mein Solo an. Heil sei dem Tag, an welchem du bei uns erschienen. Titeldum, das ist das Zwischenspiel. Es ist schon lange her, es ist schon lange her. Wir alle können uns nicht mehr darauf besinnen. Titeldum. Das freut uns umso mehr, das freut uns umso mehr. Aus vollem Herzen rufen wir, heil uns, Herr Zar ist da. Du bist ein großer Held, vivat, halleluja. Heil sei dem Tag, an dem du uns erschienen. Titeldum. Das können wir auch singen. Herr Kammersänger, ja.
Die Presse tut ja manchem von uns manchmal weh, wenn man sie liest. Ja. Wie war denn Ihr Verhältnis zur Presse? Auch gut? Ja. Nein. Nicht immer? Nein, nicht immer gut. Nein. Nein. Mögen Sie sagen, wie fühlten Sie sich denn behandelt? Manchmal zu Unrecht und manchmal zu Recht auch. Auch zu Recht, auch kam zu auch Recht, vor. Ja. Wenn Sie überhaupt so, Sie haben aufgehört in Stuttgart, das ist doch schon eine lange Zeit, in dem Sie jetzt im Ruhestand sind. Ja. Wenn Sie so, gehen Sie doch ins Theater? Gehen Sie doch in die Oper? Ganz wenig. Ganz wenig. Es war zu viel oder Sie mögen es nicht mehr sehen? Was ist der Grund? Ich möge es nicht mehr sehen. Sie mögen es nicht mehr sehen. Weil es sich verändert hat auf eine Weise, die Sie nicht mögen, darf ich danach fragen? Ja, wenn ich dann meine Partien, dann sage ich nein. Ja. Es geht nicht. Ich mag es nicht mehr. Ich sage das gar nicht kritisch. Ich frage nur, um auch für unsere jungen Kollegen, die zuhören. Ja. Es war ein abgeschlossenes Leben. Abgeschlossenes Leben, ja, genau. 47 Jahre hat der Kammersänger Neidlinger ohne ein technisches Problem gesungen. Ja. Erklären Sie das mal. Woran lag das? Was haben Sie gearbeitet? Wie haben Sie gearbeitet? Ich habe erst Geige gespielt, Klavier gespielt und dann habe ich gesungen. Ohne Lehrer. Und dann bin ich auf die Opernschule nach Frankfurt gegangen und habe dort 2 Jahre studiert. Und dann bin ich nach Mainz gegangen, war 3 Jahre Anfänger. Ja. Und dann bin ich nach Plauen 2 Jahre. Und dann bin ich nach Hamburg und war ich dort 14 Jahre. Dann bin ich nach Stuttgart. Ja. Da war ich mittlerweile 40 Jahre alt, bin ich nach Stuttgart gewechselt ins erste Fach. Und da war ich bis zum Schluss, bis 71, 72. Ja. Ja. Würden Sie den jungen Kollegen, die hier zuhören, empfehlen, man soll doch an den kleinen Theatern anfangen? Ja, absolut. Absolut. Ich sage das auch aus der Diskussion, die jetzt entsteht mit den neuen Bundesländern, wo wir ja Gott sei Dank so viele Theater haben, die nicht kluge Leute abschaffen wollen. Ja, genau. Und die wir ja notwendig haben, genau, diese kleinen Theater. Für den Nachwuchs absolut richtig, ja. Sie haben nicht unterrichtet, Herr Neidlinger. Nein, das habe ich leider nicht. Nein. 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 Wollten Sie auch nicht? Das wollte ich auch nicht, nein. Was würden Sie aber einem, der gerade anfängt, empfehlen, wenn er jetzt anfängt? Was soll er? Was soll er studieren? Erst kleine Partie und dann große. Ja. Und zwar studieren musikalisch und darstellerisch und zusammen. Genau, genau. Denn das hat Sie ja ausgezeichnet, immer ein Musikdarsteller zu sein und nicht nur ein Sänger, der vor einer Rampe stand. Genau, genau, ja, genau. Lieber Kammersänger, ich könnte Sie noch stundenlang befragen über alles das, was Sie in Ihrem großen, reichen Leben erlebt haben. Ja. Und ich danke Ihnen auch für unsere Zuschauer und Zuhörer, was Sie in Ihrem Leben gesungen, getan und interpretiert haben. Und so schließen wir heute unsere Sendung, die... Ich glaube, es ist fast die 30. Ich habe aus allen Sparten und aus allen Sänger hier gehabt. Und ich freue mich, dass Sie heute Abend bei uns waren. Ich danke Ihnen auch, Herr Professor. Dankeschön, Herr Neidlinger.